Willkommen zurück beim Berber 667. Wir haben Dezember 2012, kurz vor Ende des Jahres schon, ein paar Tage nur noch. Inzwischen bin ich bei knapp 2700 Spielen in meiner Sammlung. Wie ich das alles eingebaut und gelagert habe, das zeige ich euch jetzt mal. Fangen wir mal an mit einer totalen, so sieht im Moment meine Wand aus. Da unten steht noch ein bisschen Kleinkram rum, leerer N64 Karton, wo noch was rein muss, zwei Dancing Stage, weil hier kommt noch ein Regal hin. Ich habe halt schon derbe Platzmangel. Da zwischen die beiden kommt auch noch eins, weiß noch nicht, wo ich mit dem Zeug hin soll, dann ja, wird mir schon was einfallen. Gut, fangen wir mal mit den Regalen im Einzelnen an. Hätten wir hier vorne, haben wir eine komplette PAL Dreamcast Sammlung stehen. Jedes Spiel, was in PAL-Regionen erschienen ist, ist hier vorhanden. Samba de Amigos. Shenmue 1 und 2 stehen in der Vitrine natürlich. Ja, das Ding ist komplett. Französische Spiele dabei, das Taxi 2, die englischen dabei. Alles, was gibt. Dann haben wir ein paar Dreamcast-Importe. Sowohl US wie auch Japan. Dort mit einer Boot-CD ist ja kein Problem. Daneben haben wir 5 lose in Atari 2600 Module. Darunter, ja, wie gesagt, Platzmangel. N64, Mega Drive, dahinter Super Nintendo. Hier vorne diverse Game Boys, daneben der Game Boy Advance. Dahinter Game Gear Spiele und ein paar NES Spiele. Die losen Module. Ich bin schon dabei, die ganzen losen auszutauschen, aber so einfach ist das gar nicht. So, haben wir darunter ein paar Game Boy Classic Module. Komplett, alle in Box Protectors natürlich. Die sind alle vollständig, fehlt keine Anleitung und nichts, sind auch alle noch in einem annehmbaren Zustand. Daneben stehen im Moment noch ein paar PS1-Spiele, weil die andere Seite ist voll, das seht ihr gleich. Dann haben wir ein DS und ein 3DS XL. Ein paar 3DS-Spiele. Wieder eine Reihe tiefer kommen wir zu Game Boy Advance-Spielen. In diesem Fall auch alle komplett und in Box Protectors, genau wie hier. Noch eine Reihe tiefer haben wir Game Boy Color. Auch alles komplett, daneben ein Namco Arcade Spiel mit 5 eingebauten Spielen. Ein paar Datasetten, Schneider, CPC, C64, C128 für diverse. Und 2 Reihen DS Spiele. Naja, etwas über anderthalb, 2 sind es nicht ganz. So, das war Regal Nummer 1. Daneben, wie schon erwähnt, steht noch ein Dancing Stage Universe und 2, darunter ein Subwoofer. Mein aktueller Fernseher. Schönes Teil, 3D-fähig, das volle Programm musste sein. Darunter steht die PS3, die entsprechenden Kameras, da steht die Xbox, Verstärker und daneben eine Wii. Da liegt noch Resi 6, das bin ich gerade am Spielen, und Battlestar Galactica, die 4. Staffel, bin ich gerade am Gucken. Joa, nun kommen wir zu dem PlayStation-Regal, was etwas überfüllt ist. Nochmal als totales, falls es überhaupt drauf passt. So sieht es aus. Das sind insgesamt, eine Reihe hat 80 cm, 8x8 sind 64, das sind 6,40 m PlayStation 1 Spiele. Wobei eigentlich ein bisschen mehr, weil ein paar liegen halt auch schon quer drauf. Das Ganze ist alphabetisch sortiert natürlich, sonst verliert man den Überblick. Nur diese ganzen Doppelhöhlen, die stehen halt hier unten einzeln. Das sind dann diese Dinger hier. Gab es früher sehr häufig, inzwischen weniger, beziehungsweise inzwischen gar nicht mehr, gibt ja keine PS1-Spiele mehr, aber sie starben dann irgendwann aus. Ja, wo wir gerade bei der Totalen sind, gehen wir nochmal ein paar Schritte zurück. Da haben wir fast 8 Meter, 5 Reihen, mal 2 Regale sind 10 Meter, nein, sind 10 Stück, mal 80 cm jeweils sind fast 8 Meter, da ist halt noch ein Stück frei. Fast 8 Meter Xbox 360 Spiele. Und das sind auch nur die normalen. Die Specials stehen alle noch vorne in der Vitrine. Und ja, alles alphabetisch. Viele, viele Titel bei. Natürlich fehlen auch noch einige. Manche sind halt nicht so leicht zu kriegen oder haben sich mir noch nicht erübrigt. Für ein Transformers gebe ich halt nicht mehr als 5 Euro aus. Gut, gehen wir tiefer. Da haben wir hier einen Game Boy Pocket in Blau mit der passenden Hülle. Ein Game Boy Color in transparent lila mit frisch ausgewechselter Scheibe.
Daneben steht noch eine PSP in Tasche. Darunter haben wir eine Reihe PS3-Spiele. Daneben kommt GameCube. Mal wieder die Hand wechseln. Und GameCube geht auch noch weiter. Wieder bis an die Wand dran. Und am GameCube kommt der Wii. Rechts davon kommt die PSP. Auch fast eine Reihe voll. Dann haben wir da unten noch, ist natürlich schön im Dunkeln, hier haben wir ein Game Boy Advance drin. Und hier ist ein Game Gear drin. Und hier haben wir dann noch eine Reihe oder fast zwei Reihen PS2-Spiele drin stehen. Da läuft das LAN-Kabel durch, weil mein WLAN ist irgendwie nicht so. Meine Box stürzt dann ständig ab bzw. verliert die Verbindung. Also habe ich vor kurzem wieder ein Kabel durchgelegt. Ja, das waren diese drei Regale. Also so sieht es dann nochmal von der anderen Seite aus. Da hinten ein Dreamcast. So, hier oben kommt halt dann noch ein Regal zwischen. Da kommen dann noch wahrscheinlich die Dreamcast-Spiele einmal von links nach rechts rüber. Und ja, dann die Playstation-Spiele, weil an die Dreamcast-Spiele da die Sammlung vollständig ist, muss ich dann nicht so oft dran. Was sich als schwer erweist, weil hier komme ich auch nicht so dicht dran. Und die harten Spiele, beziehungsweise die harten Hüllen, stehen alle oben, weil ich habe Haustiere, und zwar Vögel. Und die knabbern nun mal gerne an allem, und an den Harthüllen, da können sie knabbern, was sie wollen. Selbst wenn sie mal eine kaputt kriegen sollten, was noch nicht passiert ist, kann man sie halt recht einfach wieder auswechseln. Ja, hier haben wir ein paar Bücher stehen. Diverse Alien-Predator-Romane, viele auch auf Englisch. Die gesamte Doom-Reihe. Doom 3 Brennende Welten gab es noch auf Deutsch. Die Fortsetzung der Maelstrom, den gab es nicht mehr auf Deutsch, was sehr geil ist. Aber naja, ich kann in Englisch, habe ich also auf Englisch schon weitergelesen. Weil die Brennenden Welten hören mittendrin auf. Die deutsche Vierer-Reihe, komplett abgeschlossen. Tomb Raider und ein Buch von Myst. Die Saat und das Blut. Wenn ihr was für geile Bücher überhaupt, kann ich euch die beiden nur empfehlen. Den dritten Teil der Trilogie gibt es inzwischen auch schon, leider noch nicht als Taschenbuch. Ein Resident Evil Manga, die Gears of War Roman Trilogie, diverse Resident Evil Bücher. Ein einziges fehlt mir dann noch auf Deutsch. Die englischen, die es ja nun Jahre vorher vor den deutschen gab. Dann Gears of War, das Ende der Koalition. Ja, ich weiß nicht, was ich Panini Books oder ehemals Dino dabei gedacht hat, weil ja, wir bringen den neuen Roman raus und machen ihn einfach größer als die anderen. Das ist aktuell leider das gängige Format bei diesen Videospielbüchern. Ja, es hätte so schön reingepasst. Gut, daneben für Zocker weniger interessant, aber für mich einer meiner Lieblings, wenn nicht der Lieblingsautor, Matthew Riley. Er schreibt echt Bücher wie geile Hollywood-Filme, also sehr empfehlenswert, und ja, diverses anderes daneben. Simon Peck, die Biografie, habe ich mir aus England mitgebracht, auch grandios zu lesen. Ja, da oben ist eine Schiene vor. Hier unten ist auch eine. Das hat den Grund, weil da kommt eine Plexiglasscheibe vor, die ich jetzt mal rausgenommen habe, weil sonst spiegelt das alles. Aber damit meine Vögel nicht an meinen Büchern rumknabbern, ist die davor. Gut, gehen wir ein Stück tiefer. Da haben wir Bücher, die überspringe ich mal. Die haben keinen Videospielbezug. Genauso wie die Reihe. Da sind diverse Ladegeräte drin in der Kiste. Noch ein paar Bücher. Also hier unten kommen jetzt die ganzen Lösungsbücher. Gitarre für Dummies steht auch bei. Das Guinness Buch der Rekorde, die Gamers Edition. Daneben noch ein paar Romane. Und hier unten haben wir nochmal diverse Lösungsbücher für diverse Spiele. Hier klafft eine Lücke, da gehört Resi 5 rein. Das brauche ich im Moment aber gerade, um die Symbole zu finden. Hier steht noch die Plexiglasscheibe für die Vögel, der Vogelschutz quasi. So, das war das, und jetzt räumen wir kurz um, dann geht's gleich weiter. Ja, umräumen musste ich kurz, weil meine Vögel eben noch hier im Flur standen. Weil es ist noch früh am Tag, die sind noch nicht versorgt und sind noch im Käfig. Die wollen ihre Aufmerksamkeit. Und wenn sie hören, dass da jemand ist in unserer Welt, dann machen die halt Alarm und wollen ihre Aufmerksamkeit einfordern. So, hier oben haben wir also diverse Figuren stehen. Da eine Ivy aus Soul Calibur, ein Alien. Der Troll aus der Krieg im Norden Box. Ein Schweinekopf aus Duke Nukem. Darüber der Skyrim Drache. Die Terminator 2 Blu-ray Box. Marcus Phoenix aus Gears und Locust Headshot Drone aus Gears. Connor aus Assassin's Creed 3 aus Tetron or Die Edition. Und noch an William Birkin aus Resi. Gut, einer meiner Lieblingsfilme. Gerade nicht so wichtig. So, hinter mir
Ein Handtuch über der Tür, ja, das tut gerade nichts zur Sache. Haben wir eine Käse um 3 Hellgast Edition. Und jetzt muss ich wieder ein paar Meter zurückgehen, sonst kriege ich das gar nicht drauf. Das war der Türrahmen. Vitrinen, Vitrinen, Vitrinen. Da eine, die zweite, die dritte, die vierte. Einiges drin. Oben drauf stehen noch ein Call of Duty Black Ops, Infamous und ein Plüsch Vader sowie ein Plüsch Tod aus Family Guy. Oben drüber haben wir Two Worlds 2, Risen 2, lass die Finger davon, das Spiel ist schlecht. Batman das erste, Arkham Asylum. Diverse Spiele für diverse Systeme, das sind halt die Dinger, die es dann mit Pappschuber gibt oder im Steelbook ähnliches. Ein paar Rabbits haben wir hier noch stehen. Kann man auch mal aufmachen, dann sieht man es vielleicht besser. Also nochmal ein paar Rabbits. Cubic-Würfel. Ein Rubik-Würfel. Andy, ein paar Resi-Figuren, Star Wars-Figuren. Ich war früher mal expliziter Star Wars-Fan, aber ist inzwischen ein bisschen eingeschlafen. Haben wir hier noch ein paar signierte Dinger. Herbstschmerz, Do Not Dream, Treibhaus, eine DVD von den Ärzten und eine DVD von eure Mütter. Kann ich euch empfehlen, wenn ihr für Kabarett was übrig habt oder guckt zumindest mal auf YouTube rein. Eure Mütter haben einen eigenen Kanal, ist großartiges Kino. So, überfliegen wir kurz mal die Vitrinen. Fangen wir mal mit der rechten an. Ein Game & Watch Replika, Street Fighter 4, Driver, Kinectimals, Tropico, Darkness 2 in der PG-Version. Mortal Kombat dahinter, Two Worlds, hier haben wir Batman Arkham City, Viva Pinata. Ein Ur-Resi in der Longbox, Infamous das erste, Castlevania Lords of Shadows, einmal rum. Haben wir Shenmue, beziehungsweise Shenmue 2, Shenmue 1, Caution Seaman und Alien Front Online. Entschuldigung. Dahinter haben wir noch stehen Arcania, Gothic 4, Duke Nukem Forever, was ich für ein gutes Spiel hatte. Ich hatte mehr Spaß damit als mit jedem Call of Duty der letzten 10 Jahre. Darunter ist noch Alone in the Dark, Sonic Generations, Borderlands 2 und dahinter steht GTA 4. Kommen wir zur zweiten. Hier oben haben wir noch stehen ein GBA SP, Fallout 3, Lego Harry Potter 1 bis 4, Mass Effect 1 und 2, Star Wars The Force Unleashed 2, Mafia 2, Forza 3 und 4, Deus Ex, Gears of War 1, 2 und 3. 3 ist das hier, die Epic Edition, der Rest, der große Karton, ist woanders gelagert. Ein paar Gears Tags, die Core-Marken. Dead Rising 2, Zombrex Edition. Und drunter haben wir Alan Wake, Fable 3, Splinter Cell Conviction, Saints Row den zweiten und Diablo 2, ein bisschen Pressematerial. Dann fangen wir hier an, Bioshock 2 in der großen Box mit Vinylplatte. X-Blades, eine Resident Evil Handgun, ein Replica vielmehr, Sacred 2. Ein Original Game Boy, original alter Teil in seiner Box. Modern Warfare, der zweite. Und Avatar, James Cameron. Das war Maschine Nummer 2, kommen wir zur dritten. Da haben wir erstmal so ein paar New Super Mario Bros. Schlüssel, Handy Anhänger, was auch immer. Dahinter steht ein Laufrhythmus DS. Ein paar Spiele, die nicht mehr woanders mit reinpassen. Platz machen hier. Dual Pen Sports. Dann Doom 3, die BFG Edition. Battle vs. Chess und Ace Combat Assault Horizon. Oblivion. Skyrim, der Nachfolger davon. Final Fantasy X2 Enslaved, auch ein sehr geiles Spiel. LA Noir in der Complete Edition. Star Ocean, Halo Wars, Halo 3. Brothers in Arms, Hell's Highway, Street Fighter, Kostecken und BlazBlue Calamity Trigger. Davor noch so ein bisschen Pappding von Portal. Fand ich ganz geil, die Idee habe ich mir mal ausgedruckt und selbst gebaut. Ich mag Portal. Hier haben wir einen Super Metroid, von hier allerdings nur die Rückseite. Vorderseite zeige ich euch auch mal, das ist hier. Die komplett große Box. Dann haben wir da drunter einen oder daneben einen AVP. Das erste Bioshock, obendrauf noch das Soul Calibur 5. Hier haben wir ein bisschen Dreamcast-Nippes, eine Frisbee, eine Mini-Frisbee, ein Pin, der mal wieder nicht richtig liegt. Zwei Kugelschreiber und einen Schlüsselanhänger.
Darunter haben wir ein Guitar Hero on Tour, Know-How der Zauberkunst, hier steht Civilization 5, Far Cry 2, Brothers in Arms Hell's Highway nochmal, diesmal für den PC. Das ist Assassin's Creed 2 in der Black Edition, die seltenere. Halo Reach, davor liegt noch Rhythm Paradise. Und hier unten haben wir noch ein GBA in transparent blau, ein Tekken 6, ein Assassin's Creed Brotherhood und darunter noch ein Saints Row the Third. Und dahinter steht noch, was man jetzt gerade natürlich nicht sieht, ein Scene-It. Da steht es. Ja. Gut, dann können wir direkt in den nächsten Raum gehen. Dafür gehen wir ins Schlafzimmer. Und sehen erstmal nichts. Aber ich zeige euch mal, wie es dahinter aussieht. Das war ein kurzer Überblick. Nochmal in der Totalen vielleicht. Also die Boxen unten, kümmert euch nicht drum. Das sind Versandkartons für eBay dann mal, wenn ich sie dann brauche. Ja, kommen wir kurz zu. Also hier oben stehen ein paar CDs. Die eine oder andere Audiokassette steht da auch noch. Warum die eine gerade schief steht, weiß ich nicht. Ist egal. So, ein paar Blu-rays und dann ein ganzer Batzen DVDs. Freitag der 13. die komplette Sache. Die unterste Reihe ist DVDs, die ich nochmal gucken muss. Da stehen schon ein paar Game Gear Spiele und ein japanisches Super Nintendo Spiel. Das passt nicht zwischen die anderen. Warum, seht ihr gleich. Und hier unten haben wir PC-Spiele im Karton. Die Big Boxen oder Euro Boxen, wie auch immer man sie nennen mag. So, gehen wir eine Reihe weiter. Fangen wir mal oben an. Da oben sind erstmal PC-Spiele in Jewel Cases. Ich habe tatsächlich noch Platz. Hey. So, dann kommen die PC-Spiele in den Armory-Höhen oder DVD-Höhen. Auch zack, zwei Bretter voll, 1,60 Meter bis hier. Und noch ein paar mehr. Dann kommt Sega Saturn, das sind nicht ganz so viele. Als nächstes haben wir die erste Xbox. Sind ein paar mehr. Ich dachte damals, ich hätte viele Xbox-Spiele. Inzwischen habe ich weitaus mehr für die 360. Ja, es kommt schon ein bisschen was zusammen. So, als nächstes haben wir dann Super Nintendo und dafür muss ich mal das Licht wieder ausmachen. Als nächstes haben wir dann Super Nintendo. Das sind auch schon über zwei Reihen voll. Still Counting, ein paar Spiele sind doppelt, sind dann halt US- und PAL-Versionen drin. Wobei hier Star Wars zum Beispiel, die beiden Indie habe ich auch zweimal. Wobei ich kann mich einfach von den US-Versionen oder von der zweiten Version, von der schlechteren in dem Fall, dann nicht trennen. Ja, das Sammlerherz halt. Auch alles im Box Protectors hier. Das Problem ist, ich habe dieses Regal echt so angebaut, also die Spiele passen wirklich drunter, aber es ist ja sehr, sehr wenig Platz. Was auch der Grund ist, warum das japanische Spiel hier nicht reinpasst, weil die halt ein bisschen höher sind von der Packung. Aber gut, also hier diese Bodenhalter hier zwischen, ich muss auch echt immer gucken, dass ich die vernünftig verteile, dass ich wirklich die Spiele rechts und links daneben kriege. Dann haben wir hier Jaguar-Spiele, immerhin schon 5 Stück. Das Gute ist, die haben die gleichen Größe wie Super Nintendo und N64, passen also in die gleichen Box Protectors. Dann geht es weiter mit N64. Auch ein bisschen was. Da rechts steht noch ein Adapter für Importspiele und ein Wäscheständer, aber der tut nichts zur Sache. Joa. Dann gehen wir noch eine tiefer. Dann haben wir erstmal NES-Spiele. Ein paar kleine, drei kleine sind auch dabei. Die Erstversion halt. Dann kommt Master System. Dahin fängt dann schon Mega Drive an und darunter haben wir noch eine ganze Reihe Mega Drive, wovon auch schon wieder ein paar Spiele oben quer liegen, weil einfach kein Platz mehr da ist. Aber ich muss mal langsam jetzt die ganzen Kartons hier, komm mal in den Keller und dann kann ich da noch eine Reihe drunter bauen. Ja, das ist nun mein aktueller Stand der Dinge. Ihr seht, ich habe schon echt derben Platzmangel. Es wird Zeit zum Anbauen. Ein, zwei Regale kriege ich bei mir nur noch unter. Danach wird Zeit für eine größere Wohnung oder direkt ein Haus mit Riesenkeller für mich. Mal gucken, was sich so ergibt. Ja, habt ihr Fragen, Anregungen, Wünsche,
Kommentare. Könnt ihr da drunter posten. Kein Thema. Ich beantworte auch alles, wenn da was kommt. Ja, ansonsten danke fürs Zugucken und dann bis zum nächsten Mal.